Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Basement Edition. Das ist von Team Meat, soweit ich weiß. Also eine Kollektion von Flash Games und allerhand Kram. Es sind auch noch Bonussachen und so und ja, wir fangen an mit Original Meat Boy, die Flash-Version. Und so, das wissen ja einige nicht, aber Super Meat Boy war früher ein Flash-Game. So, wir gehen auf Campaign und wir spielen einfach nur ein paar Level. Und dann, ja. Oh nein, Doktor, wie heißt der noch? Dr. Fieses, genau. Hello and welcome to Meat Boy. Let's begin by getting used to the basic controls. Ja, ja, bla bla. Ja, fängt schon gut an. Ich bin kein großer Meat Boy Fan und ich finde die Steuerung auch ziemlich scheiße eigentlich. Huch. Ja, das ist jetzt natürlich, der springt einfach nicht. Er springt teilweise, er springt einfach nicht. Ey. Okay, jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. So, war jetzt ein bisschen peinlich. Ach, ist es ein Scrolling-Level oder ist es einfach nur... Ja, es ist ein Scrolling-Level. Ach so, das war Rasen. Ich dachte, das wäre nichts, also luftmäßig so. So. Nein. Ja, auf jeden Fall, yes. So, das war Meat Boy. Oder soll ich immer ein Part, ein Spiel machen? Auch, und unten links steht auch, wie lange es entwickelt wurde und wann es released wurde. So. Und ich werde jedem Tier Soundtrack. Huch, nein, das seht ihr jetzt, glaube ich, nicht. Nein, hoffentlich nicht. Egal. Wir machen einfach weiter. Das Spiel gibt's bei Steam für 3 Euro oder so. Ist jetzt also für einen wirklich schmalen Kurs, sage ich jetzt mal. Ja, kennen wir. Die Steuerung ist halt super schwammig. Entschuldigung für den Mauszeiger. Oh Gott, Leute, was habe ich mir da nur angetan? Ich hasse Meat Boy. Ich finde es einfach nur pervers schwer. Vor allem mit so einer schwammigen Steuerung. Nee, Leute, tut mir leid, aber hier kann man noch andere Sachen freischalten. Bla bla bla. Gray Matter habe ich, glaube ich, noch in den Spur. Coil. Okay, Loading Coil. Das sieht mir nach so einem Sperma-Spiel. Also. Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, Leute. Sich hier drehen. Achso.
Ah, ich muss hier. Hallo, Freund! Ach, ich muss mich so durch hin und her bewegen, durch hin und her schlängeln der Maus quasi. Muss ich mich bewegen und ich muss wahrscheinlich da. Da die Eizelle. Okay, wir sind wirklich. Los, geh da rein! Los! Nein! Oh. Wir kommen zu spät. Brauchen eine neue Eizelle. So. Schlängel dich durch. Los, befruchte sie. Befruchte sie. So. Okay. He wish, dass wir blablabla. Das glaube ich jetzt so Spore-mäßig. Jetzt müssen wir so uns so entwickeln. Evolutionieren müssen wir uns. Meine Katze schläft endlich. Hm, komm mal her. Ja. Ist eine ganz süße. Na? Ja, hallo, geht mal weiter. Oh Gott. Ich muss das nach Farben sortieren, habe ich recht. Okay, da habe ich es doch schon fast. Nein. So, geh da zurück zu Rot. Da und dann Grün noch trennen. Gut, so. Und dann noch. Los, Blau. Geh zu Blau. Nein. Oh Gott, es vermischt sich alles. Oh Gott, ich hätte es doch fast. Nein! Da hing ich beim letzten Mal, aber da hatte ich es komplett verwurstelt. Ja! Was ist das denn, ekliges Alter? Was muss ich machen? Ich glaube, ich muss sinken. Habe ich recht? Weil die mich so abhalten wollen davon. Oder muss ich... Ich weiß es nicht. Da es gerade schwerer ist zu sinken als hochzusteigen, denke ich mal, ist es mein Ziel zu sinken. Nein. Genauso wie das Niveau dieser Folge. Obwohl, ja. Dafür, dass wir mal schon... Penis! So, damit ich die, damit der Witz auch... Nein! Nicht nach oben! Ich will nach unten, warum auch immer. Würde ich den Text lesen, wüsste ich es vielleicht, aber... Dreh dich verdammt nochmal. So. Nein. Geh runter. So. Ey Leute, das ist gar nicht so einfach. Vor allem, weil die dann ja auch noch, was das auch immer das für Dinger sind, die kommen dann auch noch in so Horden an. So, los. Nein. Ich kann mich nicht drehen. Ich drehe mich nicht. Nein. Nein. Ich bin festgebackt. Nein. Nein. Och, Mann. Das ist doch scheiße. Jetzt bin ich wieder ganz oben. Los. Nein. Ey, wenn die einen einmal so am Rand haben, dann hat man verloren. Seht euch das mal an. So, man steuert halt alles mit der Maus. Das finde ich ganz cool. Ich finde das Spiel echt angenehm. Auch die Musik ist mal wieder grandios. Die ist zwar sehr minimalistisch gehalten hier in dem Spiel, aber ansonsten ist sie, finde ich sie
sehr ich finde sie etwas düster, aber auch andererseits, ja, da ist das Ziel. Ja! Okay, was ist das hier? Muss Essen zu mir lenken, bevor es diese komischen Garnelen bekommen, glaube ich. Mein Essen! Gib mir mein Essen! So, und ich weiß nicht, Es spielt sich sehr langsam, aber ich habe durchgängig 30 FPS. Okay, manchmal brechen sie irgendwie ein, oder was, es liegt an dem scheiß Flash. Aber, Huch, ach, schon geschafft. Okay. Was auch immer ich da machen muss. Ach, ich kann das Ding steuern. Damit bewegt es hinten die Tentakeln. Und damit saugt es an. So. Nein, 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 nein. Los. Kommt zu mir. So, einmal drehen und dann einsagen. Was ist los? So, und dann was geht jetzt ab? Was sind, waren das für Herzen? Sind wir verliebt? Ach, ich muss damit. Ist das Sperma? Was sind das? Pfeile, so Armor-Pfeile mäßig. Ui, ich muss die. Komm her. Biu, 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 biu. So soll es so darstellen, das Umgarnen einer jungen Dame, das um sie herum tänzeln, das beeindrucken wollen, das Nachlaufen, das. Ihr wisst schon, was ich meine. Dieser ewige Hickhack heutzutage. Sie rennt, sie nicht wollen. Und dann muss man ihnen in ein Chloroform getränkten Lappen aufs Gesicht drücken, sie in den Kofferraum packen und wie ich bereits sagte, es soll hier die Liebe darstellen und wir haben sie gefangen. Und jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an, oder was? Mal gucken. Was. Das Spiel ist so ein bisschen auch transzendental, sage ich jetzt mal, so ein bisschen drogenmäßig. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Schau ich einfach nach oben. Ich muss das so im Gleichgewicht halten. Nein, 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 nein. Oh Gott, sowas ist ja gar nicht meins. So, und das ganze Spiel, wie gesagt, ich musste noch, man muss noch nicht mal klicken in dem Spiel, sondern nur durch die Bewegung der Maus. Was ich sehr. Und das war's. Ja,
Cool. Und ich denke mal, die Zeit ist jetzt auch langsam um und ich werde dann in einem bald nochmal einen neuen Part hochladen von den anderen Spielern und wenn, wir werden mal gucken, wie weit wir es spielen und bla bla bla. Haut rein!